Zwei dringliche Anfragen und eine Befragung richteten die Freiheitlichen in der 22. Sitzung des Landtages an die steirische Landesregierung. Klubobmann Mario Kunosek konfrontierte Landeshauptmann Schützenhöfer mit der Wiedereröffnung des Asylquartiers in Steinhaus am Semmering. In der dringlichen Anfrage Landeshauptmann Schützenhöfer haben wir wichtige, dringliche Fragen gestellt, nämlich wie es sein kann, dass gegen allen Versprechen das Asylheim, die Großunterkunft in Steinhaus am Semmering wieder geöffnet wurde, nämlich für bis zu 200 Flüchtlinge. Wir erinnern uns ja, in der Historie ist dieses Haus oftmals negativ aufgefallen, mit Polizeieinsätzen, mit vielen negativen Dingen, mit Kosten von 4,2 Millionen Euro in der Vergangenheit. Und da ist der Landeshauptmann viele Fragen schuldig geblieben, nämlich wie er sich die Zukunft vor Ort vorstellt, aber auch warum er nicht auf die Ängste und Sorgen der Bevölkerung vor Ort eingeht. Es gibt ja auch Medienberichte, wo auch der Bürgermeister, aber natürlich auch die Bevölkerung vor Ort hier, ja, zumindest massive Bedenken hat, was dieses Haus betrifft. Für uns Freiheitliche ist klar, wir bleiben am Thema dran, und für uns ist auch klar, dieses Haus muss geschlossen werden, und wir sagen auch ganz klar Nein zu weiteren Großunterkünften in der Steiermark. In der zweiten dringlichen Anfrage wollte Gesundheitssprecher Marco Triller wissen, wie es um die Zukunft der Allgemeinchirurgie in Bruck an der Mur steht. Die heutige Landtagssitzung stand ganz im Zeichen der steiermärkischen Gesundheitspolitik. Wir haben eine dringliche Anfrage an die zuständige Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß gestellt, wo es darum ging, zu fragen, wie es mit der Verlegung der Allgemeinchirurgie am LKH-Standort Bruck nach Leoben aussieht. Wir haben nicht wirklich Antworten auf die Fragen bekommen. Sie hat weiterhin behauptet, dass die Allgemeinchirurgie in Bruck nicht verlegt und nicht geschlossen wird, sondern neu strukturiert wird. Das Problem dabei ist, wir wissen aus der Vergangenheit, dass jede Neustrukturierung sich immer negativ auf die Standorte, aber auch auf die Abteilungen ausgewirkt hat und in weiterer Folge natürlich nicht positiv für die Bevölkerung ausgegangen ist. Schlussendlich war auch Corona wieder Thema im Landtag. Kommt die Wiener 2G-Regel auch in der Steiermark? Wir Freiheitliche haben uns heute wieder mit aller Kraft gegen die irrwitzigen Corona-Maßnahmen von Türkis und Grün gestellt. Wir haben den Landeshauptmann in der Steiermark mit Fragen zu einer möglichen 2G-Regel in der Steiermark konfrontiert, denn in Wien ist diese Regel bereits Realität. Und auch in der Steiermark arbeitet Schützenhöfer und seine ÖVP, die arbeiten daran, diese 2G-Regel, also den weiteren Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Das wird bereits in der Steiermark implementiert. Für Veranstaltungen gilt eine 2G-Regel in der Steiermark, für Landesveranstaltungen. Es wird an den Dienststellen des Landes der Impfstatus der Bediensteten haben, also alles Dinge, die wir nicht unterstützen können, die wir entschieden abblenden. Für uns steht die Freiheit des Einzelnen an erster Stelle.